im Namen der Grünen Gemeinderatsfraktion zu unserer Ausstellung Artenvielfalt im Schlossgarten mit den Bildern von der Fotografin Tomoko Arai. Begrüßen möchte ich neben Tomoko Arai ihren Mann Manfred Wetzler, der gleich Tomoko und ihre wunderbaren Tierfotografien vorstellen wird. Ebenfalls begrüßen möchte ich unsere Fraktionsvorsitzenden, den Peter Petzold und die Silvia Fischer, und auch den Fraktionsvorsitzenden der SOS Linken, der Hannes Ruckenbaum. Sie fragen sich sicherlich, warum denn gerade jetzt solch eine Ausstellung im Rathaus gezeigt wird. Wenn denn fast zeitgleich am Grundwassermanagement die Bäume gefällt werden und die Exekution des mittleren Schlossgartens kurz bevorsteht, dieses einzigartigen, wertvollen Stadtbiotops im Herzen unserer Stadt. Für die Ausstellung zum jetzigen Zeitpunkt gibt es mehrere Gründe. Ein ganz banaler Grund ist, dass wir schon im Herbst letzten Jahres die Bilder zeigen wollten, aber die Ausstellungsflächen bereits ausgebucht waren. Es gibt noch weitere gewichtige Gründe, warum die Ausstellung gerade jetzt im Rathaus so wichtig ist. Der Grüne Kreisverband hat gestern mit einer Pressemitteilung die Bahn vor den unnötigen und voreiligen Zerstörungen des Südflügels und des Schlossgartens gewarnt. Unsere Grüne Fraktion hat am letzten Donnerstag in einer Pressemitteilung die Bahn aufgefordert, die Rodungen so lange auszusetzen, bis die noch offenen Fragen zum Grundwassermanagement geklärt sind. Nur ein genehmigtes und funktionierendes Grundwassermanagement ist die unstrittige Voraussetzung für das Ausheben der Baugrube im Stuttgarter Schlossgarten. Erst nach dieser Genehmigung können die Rohre verlegt werden, kann ein Probelauf und verschiedene Testreihen stattfinden, die mindestens ein Jahr dauern. Erst dann darf mit dem Bauen begonnen werden. So steht es im Planfeststellungsgesetz. Wie sieht es aber aktuell aus? Erst im Juni 2012 rechnet die Bahn mit einer Entscheidung über das weitere Planänderungsverfahren zur Erhöhung der Grundwasserentnahmemenge. Und wenn die Bahn so schlampig weiterplant wie bisher, wird sich dieser Zeitpunkt sicherlich auch nicht halten lassen. Warum wird dann jetzt der Südflügel des Bahnhofs abgerissen und sollen unsere Parkbäume gefällt werden? Die Bahn hat keinerlei Vorteile, wenn jetzt alles zerstört wird. Im Gegenteil, sie fügt der Stuttgarter Bevölkerung massiven Schaden zu. Uns Bürgern wird ein wichtiges Naherholungsgebiet entzogen und den im Schlossgarten lebenden Tieren ihr Lebensraum. Dass diese Schikanen mit Billigung und Unterstützung der grün-roten Landesregierung mit Polizeigewalt durchgesetzt werden, ist auch ein Grund, diese Bilder jetzt im Rathaus zu zeigen. In den besten Familien gibt es Meinungsverschiedenheiten, so auch in der Grünen Partei. Die Grüne Rathausfraktion und der Kreisverband ist im Gegensatz zur Landesregierung der Meinung, dass die Bahn zuerst ihre Hausaufgaben beim Grundwassermanagement erledigt, bevor sie die Kettensägen in die Hand nimmt. Wir möchten mit dieser Ausstellung auch Mut machen und die Menschen in der Kritik an Stuttgart 21 bestärken, denn der mittlere Schlossgarten wird für eine schlechtere Bahninfrastruktur geopfert als die bereits bestehende. Vielleicht wollen manche unter Ihnen jetzt gleich Volksabstimmung rufen. Es gab doch eine Volksabstimmung. Ja, die gab es, aber die Grundlage der Volksabstimmung wurde von der Bahn selbst schon wenige Wochen danach in Frage gestellt. Ich erinnere nur an die Projektkosten. Vor der Volksabstimmung lagen sie bei 4,1 Milliarden, jetzt liegen sie bei 4,4 Milliarden. Gleiches gilt für das Grundwassermanagement. Abgestimmt wurde auf der Grundlage, dass die Bahn 3 Millionen Kubikmeter Grundwasser abpumpen darf. Im Dezember 2011 kündigte die Bahn an,
dass sie einen weiteren Antrag stellen werde, um noch mehr Grundwasser zu entnehmen. Vermutlich will sie um die 9 Millionen Kubikmeter Wasser entnehmen. Und da frage ich mich schon, wie viel Grundwasser darf es denn noch sein? Vielleicht auch 20 Millionen Kubikmeter? Wo bleibt denn eigentlich der Mineralwasserschutz, den OB Schuster einmal zum K.O.-Kriterium für das Gesamtprojekt proklamiert hat? Gilt dieses Kriterium noch immer, auch nach der Volksabstimmung? Ich meine ja, denn das Ergebnis der Volksabstimmung ist keine Generalabsolution für hinzukommende neue Gefahren und Risiken. Gerade habe ich noch erfahren, dass beim Erörterungstermin auf der Waldau die Bahn eingeräumt hat, dass ohne Genehmigung des Grundwassermanagements auch der Bau des Filtertunnels nicht begonnen werden kann. Und völlig absurd und perfide auch die Begründung, die Rodung am Wartenburg-Tunnel, das war kein Baubeginn, sondern es war nur eine Baufeldfreimachung. Die Pfarrerin Gundrun Müller-Enslin hat in ihrem offenen Brief an Ministerpräsident Kretschmann über die Stuttgart 21-Bewegung geschrieben, dass der Protest erst verstummen wird, wenn unsere Argumente widerlegt sind. Vorher wird man uns, also die Protestbewegung, nicht loswerden können. Auch wenn wir die Schändung des Schlossgartens wohl hinnehmen und aushalten müssen, sollen uns diese Bilder dabei helfen, nicht zu resignieren. Murks bleibt Murks, das hat Peter Petzold über Stuttgart 21 gesagt. In diesem Sinne ist es unsere Pflicht, weiter über diesen Murks aufzuklären, die Menschen zu informieren, wenn von den Projektbetreibern und Befürwortern getrickst und gelogen wird. Deshalb müssen wir, ja, wir sind wirklich verpflichtet, dass der Protest gegen Stuttgart 21 weitergehen muss. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen nachher, dass Sie aus diesen Bildern viel Kraft, Zuversicht und Mut schöpfen, um auch die schwere Zeit, die auf uns zukommen wird, besser überstehen zu können. Ich übergebe jetzt das Wort an Manfred Wetzler. Er wird kurz noch Tomoko vorstellen und noch ein paar Takte zu den Bildern sagen. Vielen Dank. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde. Für diejenigen, die mich noch nicht kennen, möchte ich mich kurz vorstellen. Mein Name ist Manfred Wetzler und ich bin der Ehemann von Tomoko Arai, der Fotografin all dieser Bilder, die Sie hier sehen. Wir wohnen beide in Esslingen. Ich freue mich sehr, dass Sie so zahlreich unserer Einladung zur Neueröffnung unserer Fotoausstellung Artenvielfalt im Stuttgarter Schlossgarten gefolgt sind. Einigen von Ihnen sind die meisten Bilder ja schon bekannt von den vorhergehenden Ausstellungen bei der Firma Medialink und im Bürgerzentrum West. Damals hatte ich einige Sätze aus einer Rede zitiert, die Frau Bundeskanzlerin Merkel, Angela Merkel, bei einer Veranstaltung zum UN-Jahr der Artenvielfalt 2010 am 11. Januar 2010, also vor fast genau 2 Jahren, in Berlin gehalten hat. Diese möchte ich nochmals wiederholen. Ich zitiere: Der weltweite Verlust der Artenvielfalt von Pflanzen und Tieren ist dramatisch. Rund 95% aller Pflanzen und Tiere, die jemals auf der Erde gelebt haben, sind bereits wieder ausgestorben. Der Schutz der biologischen Vielfalt hat dieselbe Dimension wie die Frage des Klimaschutzes. Wir brauchen eine Trendwende, jetzt unmittelbar, nicht irgendwann. Es kommt entscheidend darauf an, die Bedeutung biologischer Vielfalt noch besser als bisher zu erklären und zu kommunizieren. Und weiter. Ich denke, das internationale Jahr der Biodiversität bietet eine sehr, sehr gute Grundlage dafür, dass wir Verbraucherinnen und Verbrauchern
ebenso wie den Entscheidungsträgern in der Wirtschaft, mehr Sensibilität im Hinblick auf dieses Thema nahebringen können. Wir brauchen genügend Rückhalt in der Gesellschaft bei diesem Thema. Wir brauchen ein gesellschaftliches Bewusstsein dafür, dass individuelles Verhalten direkt auf den Zustand der Ökosysteme und auf die Artenvielfalt Einfluss nimmt. Dass also jeder seinen kleinen Beitrag dazu leisten kann, dass wir hier vorankommen. Zitat Ende. Ja, was soll man eigentlich davon halten? Jeder seinen kleinen Beitrag dazu leisten. Nichts anderes tun wir doch hier in Stuttgart, indem wir uns für den Erhalt der Natur und den Artenschutz einsetzen. Doch was passiert? Wir werden nicht ernst genommen. Man verspottet uns als fortschrittsfeindlich. Man versucht uns mit allen Mitteln zu kriminalisieren und wenn wir nicht freiwillig unseren Widerstand aufgeben, werden wir von der Polizei auch noch verprügelt. Das ist leider die Realität, Frau Merkel. Nach diesem kurzen Ausflug in die Politik möchte ich ein paar Worte über uns und unsere Fotoausstellung sagen. Schon seit einigen Jahren fotografieren meine Frau und ich Tiere, besonders Vögel in aller Welt. Die meisten Menschen denken ja beim Artenschutz zunächst mal daran, dass man beispielsweise für die Tiger in Indien, die Orang-Utans in Borneo oder die Eisbären in der Arktis etwas tun müsse, was zweifellos richtig ist. Doch dabei übersieht man allzu leicht das Naheliegende. Artenvielfalt bedeutet nicht nur, dass zufällig viele Tier- und Pflanzenarten an einem Ort vorkommen, sondern ist die Folge eines reifen, stabilen Ökosystems. Hohltaube, Juchtenkäfer, Abendsegler, um nur einige zu nennen, sind nur deshalb im Schlossgarten anzutreffen, weil sich dieser Park und seine Bäume über Jahrhunderte ungestört entwickeln konnte. Es ist ein Stück ursprünglicher Natur mitten in der Stadt. Ein künstlich geschaffenes Ersatzbiotop und doch gleichermaßen ein Urwald der besonderen Art. Artenvielfalt ist auch Lebensqualität. Diese uralten Bäume haben etwas Archaisches, Beschützendes, Beruhigendes. Sie berühren uns in unseren vom Alltagsstress verschütteten Urinstinkten tief in unseren Herzen. Vor etwa zwei Jahren kam uns die Idee, den Stuttgarter Schlossgarten etwas genauer unter die Lupe zu nehmen. Schon bei unseren ersten Besuchen fiel uns die reiche Vogelvielfalt dort auf. Innerhalb eines Jahres konnten wir über 50 Vogelarten dort fotografieren. Teilweise sehr seltene, wie die Hohltaube und den Mittelspecht. Wir beschlossen, unsere Beobachtungen in einer kleinen Broschüre zusammenzufassen, die viele von Ihnen sicherlich kennen. Die meisten Menschen waren beim ersten Durchblättern dieser Broschüre überrascht und bekannten, dass ihnen gar nicht bewusst war, über welch reiche Artenvielfalt dieser Schlossgarten, einschließlich Rosensteinpark, verfügt. Diese Broschüre wurde von uns mehrfach erweitert und durch neue Fotos und ist inzwischen in einer vierten Auflage erschienen. Wir haben sie übrigens auch drüben auf dem Tisch ausgelegt, also wer davon gerne ein Exemplar mitnehmen möchte, bitte bedienen Sie sich. Irgendwann entstand der Gedanke, ermuntert durch einige Freunde, eine Auswahl unserer Fotos mittels einer Fotoausstellung einem größeren Kreis vorzustellen und somit mehr Menschen zu erreichen. Wir trafen eine Auswahl von rund 50 Fotos und nummerierten sie. Anhand der Bildernummern können Sie die einzelnen Aufnahmeorte der Fotos auf dem großen Plan dort drüben nebenan. An der Wand ist ein großer Plan, da sind die ganzen Nummern aufgeführt. Und da kann man eben genau den Aufnahmeort der einzelnen Bilder identifizieren und zuordnen. Durch Zufall kamen wir in Kontakt mit den Herren Schmidt und Doster von der Firma Medialink. Sie boten uns an, ihren Raum für eine Fotoausstellung zur Verfügung zu stellen. Gerne gingen wir auf dieses Angebot ein. Herzlichen Dank nochmal. Bei der Abschlussveranstaltung dieser Ausstellung war auch Stadträtin Frau Clarissa Seitz anwesend. Sie bot ihre Hilfe an, sich dafür einzusetzen, dass die Fotoausstellung auch im Stuttgarter Rathaus gezeigt werden können. Da dies zunächst belegt war, vermittelte sie uns einen Kontakt zum Bürgerzentrum West, wo wir zwischenzeitlich die Bilder einige Wochen ausstellen konnten.
Dafür möchte ich dir, liebe Clarissa, nochmals sehr herzlich danken. Eins möchte ich noch erwähnen. Leider ist es Tomoko und mir bisher nicht gelungen, ein Foto vom Juchtenkäfer zu machen, der normalerweise hoch in Hohlräumen innerhalb alter Bäume lebt und sich nur sporadisch an heißen Tagen mal außerhalb seiner Höhle zeigt. Deshalb freut es mich, dass Alex Schäfer, der mehr Glück hatte als wir, eines seiner Bilder vom Juchtenkäfer für diese Ausstellung zur Verfügung gestellt hat. Auch dafür herzlichen Dank. Abschließend möchte ich an Sie appellieren, auch wenn es im Augenblick fast aussichtslos erscheint. Bitte helfen Sie mit und setzen Sie sich dafür ein, dass dieser für eine Großstadt wie Stuttgart einzigartige Park in seiner jetzigen Form erhalten bleibt. Ich möchte noch darauf hinweisen, dass wir 12 der schönsten Bilder dieser Ausstellung zu einem Jahreskalender zusammengefasst haben, den wir aufgrund der großen Nachfrage nochmals neu aufgelegt haben, obwohl das Jahr schon etwas fortgeschritten ist. Sie können diesen Kalender gegen eine Spende von 10 Euro bei uns oder auch hier in der Geschäftsstelle der Grünen hier im Rathaus erwerben. So, jetzt genug geredet. Jetzt bitte ich Sie, lassen Sie die Bilder bei einem Glas Wein und bei einem kleinen Buffet von den Grünen bereitgestellt auf sich wirken. Wenn Sie Ihnen gefallen, berichten Sie Ihren Freunden und Bekannten davon. Die Ausstellung ist bis zum 8. März geöffnet, jeweils von montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr. Es würde uns freuen, wenn noch viele kommen. Herzlichen Dank. Aber das ist toll, das finde ich auch gut. Das ist eins von den Lieblingsbildern. Ja? Ein Stückchen Natur mitten in dieser Steinwüste. Ja. Also, dass er dann da mitten auf den Platz geht, das hat er dann gesucht. Ja, wir haben noch alles früher mal sein Zuhause da. Vor mehreren Generationen. Also, ja, genau. Also, in dem A1-Feld habe ich schon viele Hasen gesehen. Ja,
Weil die Tiere in Stuttgart bewegen sich ja kreuz und quer auf ein Mondviertel. Weil es sind schon Füchse vorbeigelaufen zum Beispiel. Geht ja gar nicht. Es ist dann, damit die von Fanner, die ist auch noch mal sehen und dann sehen, dass es sich wirklich lohnt. Hier, nachdem das ja mit dem Handy ist, lohnt es sich auch zu machen. Eindruck und es reicht, damit man noch herkommen will. Also das gefällt dir am besten, oder? Das finde ich super. Cool. Also falls ihr sein Lieblingsbild sehen wollt, dann müsst ihr oder, ihn oder das mit den Hasen. Das finde ich auch toll. Das ist richtig gut. Und Sie das mit dem jungen Käfer? Ja, richtig. Ich bin jetzt gerade noch live. Ich erkläre es Ihnen gleich.
Stand jetzt kannst du auch sagen, dass sich das lohnt, hierher zu kommen. Lohnt sich herzukommen. Falls ihr die Texte noch lesen wollt, dann könnt ihr euch das einmal in Standbild stellen und euch die Texte dann anschauen. Aber ansonsten für die Bilder muss ich sagen, müsst ihr auf jeden Fall herkommen. Also das lohnt sich wirklich. Das ist nicht wirklich das Gleiche, wenn man das nur so im Handy gesehen hat. Damit die Leute direkt sind, hier noch. Wir haben gerade 40 Views. Also, willst du auch noch was dazu sagen? Nein. Zu dem Feldhasen. Das war ein Platzbesetzer. Okay. Ja. Ich habe noch kurz einen Anschlag, und zwar bin ich jetzt noch live bei Camps 21. Also das ist Tomoko, die Ausstellerin oder die Fotografin. Ja. Und jetzt wollte ich vorher noch fragen, wie heißt deine Internetseite, wo man sich die Bilder angucken kann, wenn man nicht hierher kommen kann? Aber die Frage die, nicht... Die Internetseite, wie die heißt, wo man das anschauen kann, dann, falls man nicht hierher kommt. Schlossgarten.de einfach. Schlossgarten.de. Warum Schlossgarten, steht da drauf. Weiß ich gar nicht mehr selber. Da ich es auch nicht so genau weiß, habe ich gedacht, ja, ich frage mal. Das ist der Kalender, den es hier gibt, gell? Genau. Und Schlossgarten. Aber natürlich müsste herkommen, das kann man sich nur direkt anschauen. Ja. Und es gibt auch so eine Broschüre, wo ihr auch noch anschauen könnt, was es hier zu schützen gibt. Und ansonsten könnt ihr natürlich in den Park kommen.